Hallöchen, meine lieben Freunde, und recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Die Simpsons, das Spiel. Ja, meine lieben Freunde, ich habe ja bereits vor einiger Zeit, vor, ich glaube, knapp anderthalb Jahren bereits The Simpsons Hit and Run Let's Played und habe schon damals versprochen, eines Tages mal Die Simpsons das Spiel zu Let's Playen. Wobei ich aber auch gerade mal darüber nachdenke und ich glaube, als das Let's Play damals vorbeiging, hatte ich das Spiel noch gar nicht. Ich selber besitze das Spiel eben deswegen noch nicht so lange. Ich habe mir das damals kurz vor meinem Amerika-Trip gekauft. Ja, ihr erinnert euch, schön kurz vor der Abreise, dass ich dann schön, wenn ich wiederkomme, schön zocken kann in den Ferien, ja. Hatte ich dann damals auch gemacht und ja, ich muss sagen, mir gefällt das Spiel sehr gut, auch wenn es ja allgemein ein bisschen in die Kritik kam. Wenn es rein um den Humor ging, kann ich es nicht verstehen, denn meiner Meinung nach ist es wirklich eines der lustigsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Auf jeden Fall, das Spiel ist voller Popkultur, Anspielungen und Zitate, ja, worauf ich jetzt schon wieder übelst freue. Ist wirklich sehr, sehr lustig, das Spiel. Rein Gameplay-technisch muss ich aber sagen, dass das Spiel wirklich einige Mängel aufweist, ja, aber darauf werden wir dann, oder das werden wir dann schon sehen, wenn wir in-game sind, weshalb ich auch sagen muss, dass mir Hit and Run ein bisschen besser gefällt. Auch ist das Spiel hier nicht so lang, ich schätze mal, dass wir das Spiel hier auch in unter 20 Parts schon durch haben. Aber naja, bei der Gelegenheit auch Simpsons Hit and Run, ja, ist eines meiner Lieblingsspiele, das Spiel kennt ihr ja quasi auswendig. Habe ich schon Let's Played, auch 100% gemacht, ja, also kann ich wirklich euch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, nur wärmstens empfehlen, auch wenn ich mich da vielleicht noch ein bisschen scheiße anhöre, weil ich noch ein anderes Mikrofon hatte, ein bisschen hellere Stimme hatte, aber trotzdem ist es eines meiner Geheimlieblinge, sagen wir mal so. Ja, Freunde, jetzt aber nicht Hit and Run, sondern das Spiel, ihr seht schon, ich spiele leider nur die Wii-Version, aus dem einfachen Grund, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich mir das Spiel gekauft habe, nur eine Wii besaß, beziehungsweise das Spiel kam ja auch für Xbox 360 und PS2 und PS3 raus und ich besaß keine PS3, nur eine PS2 und da wäre die Version ja so gleich wie die Wii-Version, weshalb ich dann doch eher zur Wii-Version gegriffen habe. Die Wii-Version ist leicht anders, nämlich hat sie leicht grafische Abstriche bekommen, hat weniger Details, sagen wir mal so, und das Wichtigste, was ich auch am schadesten finde, es hat keine Oberwelt. Bei den Konsolenversionen, bei den großen Konsolenversionen kann man frei in der ganzen Welt herumlaufen in Springfield und verschiedenste Sachen erkunden. Warte mal einen Augenblick. So, da habe ich kurz was gemacht. Das ist in der Wii-Version leider komplett rausgestrichen. Man wird eigentlich nur von einem Level zum anderen Level geportet und muss hier einfach nur bestehen. Naja. Leute, mittlerweile besitzen die PS3. Ich hätte es eigentlich mal besorgen können, aber jetzt besitze ich leider nur die Wii-Version und ich habe ja derzeit nicht so viel Geld parat, ne? Ich habe mir einen 600€ PC gekauft, also habe ich da nicht so viel Möglichkeiten. Aber meine lieben Freunde, muss ich auch nochmal erwähnen, ich spiele das Ganze jetzt wieder auf der Wii U. Ja, ich habe ja auch gerade Metroid am Laufen und merke gerade, mein Wii U Gamepad geht gleich aus. Egal. Was ich ja auf Wii spiele, einfach wegen des Spielstandes her. Und da fällt mir doch jetzt auf, dass hier die Auflösung noch ein bisschen besser aussieht, tatsächlich bei Wii U. Und ich werde für dieses Projekt auch mal ein bisschen andere Rendereinstellungen probieren, wodurch das Bild vielleicht ein bisschen besser aussieht. Ja, allein wegen TV-Karte und so kann ich nicht an Originalqualität rankommen, leider. Ja, dafür möchte ich mich dann gleich entschuldigen, aber es sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Trotzdem nur 720p, ja, weil das Wii eigentlich nur 720p unterstützt. Und auch nicht in 60 FPS, was jetzt ja bei YouTube möglich ist, weil das Spiel nur 30 FPS unterstützt. Ne? Und deswegen wäre es ja dumm, auf 60 zu rendern. Allgemein, in nächster Zeit habe ich wenig Projekte vor, die tatsächlich auch in 60 FPS gerendert werden können. Aber sobald es soweit ist, würde ich das auch machen. Gut, Leute, ich glaube, ich habe genug gelabert. Ich würde sagen, wir fangen erst einmal an. Sonst kann ich ja gleich im Menü noch ein bisschen weiter erzählen. Ja? Und ich hoffe mal nicht, dass es zu irgendwelch der Sound ist laut. Nicht zu irgendwelch Problemen gleich kommt bezüglich Musik. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es irgendwie ein Intro oder so gab. Lege die Handlaufe in. Okay. Wie das Spiel jetzt eiskalt nur noch auf 25 Frames läuft und eben noch auf 30. Fies. Naja. EA. Oh shit, ich spiele ein EA-Spiel. Was habe ich getan? 20th Century Fox. Gracie Films. 2007 20th Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 20th Century Fox, Fox vs. Simpsons. Okay, ich hoffe nicht, dass es jetzt zu irgendwelch. Ba, 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 ba.
Okay, ich geh mal. Ich rede jetzt schnell drüber. Ja, Freunde, noch eine Sache, die ich leider ankündigen muss. Dieses Let's Play... Ach, drück mal lieber A. Ich hab Angst, dass irgendwas passiert. Ich werde, nicht auf 100% Let's Playen. Das habe ich selber nie geschafft. Das ist ziemlich, ziemlich hart in diesem Spiel, ja. Hallo, Rife. Man muss leider erwähnen, dass, es ist ziemlich schwer. Man muss nämlich, jedes Level, was, glaube ich, insgesamt 8 oder so sind, 9, keine Ahnung. Man muss jedes Level, No Death schaffen. Man muss jedes Level innerhalb einer bestimmten Zeit schaffen. Man muss in jedem Level jedes Klischee sammeln, was ich vielleicht machen werde, weil das nicht ganz so schwer ist. Und man muss in jedem Level so bestimmte Items sammeln. Nee, tut mir leid, das ist mir zu aufwendig, dafür müsste ich dann wirklich alles 130.000-fach spielen, ja, darauf habe ich nicht so wirklich Lust. Wenn ich solche Items sehe, ja, so rumfliegen in der Welt, dann werde ich schon ein bisschen gucken, dass ich die vielleicht einsammle, vielleicht ein bisschen länger damit verbringen, herauszufinden, wie man sie kriegt, aber das sollte es dann auch gewesen sein. Ja, ich glaube, ich habe alles angekündigt, deswegen würde ich sagen, wir standen beim neuen Spiel. Spielstand ist hier eben nicht, ja, privat habe ich selber auch nie geschafft, ein paar Level habe ich mal, ich glaube, das erste Level habe ich 100% geschafft. Die anderen habe ich so ein paar Level mit so diesen Items 100%, das war's dann auch. Na gut, neues Spiel. Oh, Freiheitsspeicherplatz bitte. Oh, Namen, oh, groß-klein. Ich heiße, das dürfte ja allgemeinhin kein Geheimnis mehr sein. Ich trage den wunderschönen Namen Leon. Ist das nicht cool? Okay. Alles klar, es wird gespeichert. Ups, schön speichern, bevor das Spiel eigentlich anfängt. Oh, Itchy und Scratchy. Schokolade zum halben Preis. Entschuldige, Fatty. Du verputzt gerade unsere Welt. Hey, du bist wie der Hase aus diesem Buch über diese Alice in diesem Wunderland. Wie heißt das noch gleich? Ach ja, Schneewittchen in Blödelstadt. Zu deiner Information. Ich bin der weiße Schokoladenhase. Hey, weiße Schokolade ist gar keine richtige Schokolade. Da ist ja nicht mal Kakao drin. Tja, wenn ich nicht aus richtiger Schokolade bin, kann ich wohl davon ausgehen, dass du mich nicht essen willst. Mmh, weiße Schokolade. Tja, wohl doch. So. Los geht der Scheiß. Und gleich der große Pluspunkt des Spiels, ja. Zwischensequenzen in Fernsehgrafiken. Mir fällt auf, das ist ein bisschen verpixelt, Homer. Ja, ich sehe es selber auch so verpixelt, falls ihr das jetzt so seht. Naja, das Spiel ist halt Wii Game, ja. Muss man immer im Kopf, Hinterkopf halten. Wii Games hatten leider Kanten, hatten keine Kantenglättung. Ja, so wie es PC Games schon seit 2000 oder so hatten, ja. Gibt's das bei Nintendo erst seit der Wii U. Aber Nintendo hängt ja immer hinterher, wissen wir ja, ne? Nintendo ist ganz schlimm. Ja, übrigens war die Szene gerade auch aus einer Folge, original, und da muss ich gleich mal erwähnen. Wenn ihr Hit and Run gesehen habt, wisst ihr das natürlich schon. Aber ich bin riesiger Simpsons-Fan. Ich mag die Serie sehr, immer noch, ja. Ich kenne wirklich den Großteil aller Folgen, wobei ich sagen muss, dass ich die neueren Folgen nicht mehr so gut finde. Mir die auch gar nicht mehr angucke, wenn ich ehrlich bin. Aber, juhui, trotzdem die alten Staffeln. Gerade so 1 bis 10, würde ich sagen, sind echt richtig, richtig cool. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Übrigens, das Spiel entstand ja, glaube ich, auch auf Basis des Films oder kurz nach dem Film. Spielt allerdings nicht die Story des Films. Der Simpsons-Film war auch noch ziemlich geil, muss ich mal sagen. Gut, wir fangen an und wir können laufen, wir können springen. Mit B können wir ein bisschen kloppen. Mit Schütteln können wir, glaube ich, noch so einen Spezialattacken machen. C gar nichts. Z können wir anvisieren. Mit dem Steuerkreuz die Kamera ein bisschen drehen. Ja, ich glaube, mehr gibt es gar nicht zu tun. 1 können wir so unsere Hinweise angucken. Und ja, ich würde sagen, wir springen immer hinterher. Und ich weiß noch, wie ich hier wirklich bei dem Punkt hier schon damals, versagt habe. Hier bin ich schon echt schon in die Schlucht gefallen. Mal gucken, ob ich es wieder schaffe. Weil man ja leider erwähnen muss, dass die Steuerung ein bisschen schwammig ist. Das lässt sich nun da schwer abschätzen, wo man denn nun genau ist. Gerade am Anfang werde ich wahrscheinlich... Ja, werde ich wahrscheinlich nur ein bisschen öfter abkacken und mal ein bisschen Scheiße bauen.
Und da haben wir schon das erste Klischee gefunden. Doppelsprung. Gefundenes Videospiel Klischee 1. Oh, ein Doppelsprung, wie originell. Comicbuchtyp. Einer meiner Lieblingscharaktere. Allgemein alle Charaktere bei Simpsons sind cool. Das ist ja gerade ein Simpsons, ja? Hat so viele Charaktere, die einem einfach im Gedächtnis bleiben. Und irgendwie ist für jede Generation was. Mal aufgefallen. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja, gibt es noch was groß anzukündigen? Ich glaube nicht, ja? Ich muss mich einfach wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Stirb. Oh, du hast ein Power-Up eingesammelt. Damit fühlst du deine Kraftanzeige. Yay! Okay. Mit B kann man ein bisschen boxen. Genau, und wenn, da sehen wir unten diese Anzeige unten links. Sieht man ganz schwach, da so einen blauen Strich. Ja, wenn die voll ist. Oder wir essen. Das passiert nochmal, wenn wir essen. Ich bin mir gar nicht sicher. Diese blaue Anzeige unten füllt sich ja, wenn wir so eine Dinger einsammeln. Und Originalstimmen. Ja, ich glaube tatsächlich jeder Charakter hier die Originalstimme aus der Serie. Auch in Deutschland. Finde ich super. Da habe ich nämlich einmal Schaden gekriegt. Ein Kraftding zu machen. Achso, so. Okay. Problem ist, ich habe nicht so viel Platz unter meinem Schreibtisch. Genau, da können wir so rülpsen. Ich soll immer schön Sachen kaputt machen und essen. Macht Spaß. Ach, Homers Träume mal wieder, ja? Ach ja, Simpsons ist schon cool. Kann ich immer wieder sagen. Und ich freue mich aufs Projekt. Ja, mal wieder ein Projekt, was ich ja schon länger angekündigt habe und damit jetzt nachhole. Und ich weiß schon, wie jetzt wieder alle rumheulen werden. Wann machst du denn Asterix und Obelix XXL2? Mach ihn doch, Freunde. Nur irgendwie noch nicht jetzt. Irgendwie verschiebe ich das immer ganz gerne nach hinten. Mit der Episode sind Sammelobjekte versteckt. Wenn du sie alle findest, erhältst du Trophäen. Genau, genau, da oben ist eins. Der Bierdeckel. Stopp. Du hast einen Duff-Kronkorken gefunden. 1 von 5. Genau, und diese Belohnung, die man da kriegt, die sind so scheiße. Dadurch bekommt man Poster frei, die man sich nicht mal in Großbild angucken kann, sondern nur ganz klein auf dem Bildschirm. Naja. Ein bisschen schwach, ja. Ich weiß nicht, ob wir schon eins übersehen haben. Ich habe gerade voll meinen Popschutz gespuckt. Egal. Kann so sein, dass wir vielleicht schon eins übersehen haben. Naja, wohl nicht. Ja. Behaupte jetzt mal. Für das Schokohase. Schokolade sollte nicht weghüpfen. Ist ja auch nur deine Fantasie, Homer. Raum. Ja, stimmt. Mit der kommt man dann später die. Stimmt, mit dem Essen kann man die Spezialfähigkeit aktivieren. Jeder hat eine andere Spezialfähigkeit. Wemo und Bissfest spielen. Ja, machen wir mal. Das ist so ein Minispiel, was total dumm ist. Es gibt nur 2 Minispiele in der Wii-Version. Ich glaube, in den anderen Konsolenversionen gab es mehr. Schwinge das Nunchuck, um nach dem Essen von dir zu links. Nach dem Essen links von dir zu greifen. Okay, ja. So, dankeschön. Schwinge nach rechts von dir zu greifen. Gesunde Lebensmittel reduzieren deine Punktzahl. Oh, das Projekt ist vielleicht 10 Minuten in Gang, ich muss niesen. Alles klar. Sorry. So, jetzt muss ich mich ein bisschen besser hinsetzen. Aus dem Land der Schokolade und dem Werk von Lewis Carroll, hier ist das weiße Kaninchen. Wow. Follow the right rabbit. Matrix, Hilfe. Okay, let's go. Ich wette, ich werde verkacken. Aber ist auch nicht schlimm, wenn ich verkacke. Nein. Oh. Verarschen kann ich mir auch alleine. Idiot. Ken Bro. Ey, ich hab mich gar nicht geschüttelt. Minus 50, weißt du Bescheid, Alter. Oh, so schnell reagiere ich gar nicht. Oh, Ben. Ben. Oh, man, wollte ich sagen. EA steht schon drauf. Uhu. Gelb. Boah, die Punkte bleiben ja gespeichert. Wie mies. Hä?
Boah, Alter, wie schnell der reagiert. Naja. Naja. Okay. Versuchen wir es nochmal. Oh, das ist ja kacke. Dass wir es wenigstens mal gezeigt haben, ja. Das reicht ja eigentlich schon. Alter, wie schnell reagierst du denn? Boah. Arschloch. Tja, Homer hat verkackt. So, Wii-Moment verlassen bitte. Was für ein Quatsch. Naja. Mach nichts. Dich nehme ich mir vor. Wesen mal gezeigt, ne? Okay, dich kann ich nicht essen. Schade. Wer hätte gedacht, dass Schokolade im Mund schmilzt? Wer hätte das gedacht? Muffin. Ich muss mal ein bisschen Ausschau halten. Nicht, dass ich schon so ein Ding übersehe. Schön, wie ich noch unendlich essen kann. Später geht das nicht mehr. Wenn ich weiß, wofür das Essen überhaupt gut ist. Zerstöre die Marschbohnen, um zu verhindern, dass neue Gegner kommen. Okay. Sexy Marschbohnen. Vielleicht spielst du lieber ein rundenbasiertes Rollenspiel. Ich kann besser wissen, Schokolade. Muss ich auch nochmal erwähnen, lustigerweise. Das Spiel ist ja ab 12, glaube ich. Ja. Genauso wie die Serie. Und damals war ja Hit and Run ab 6, obwohl es da vorher die Zombies gab, ja. Das ist hier nicht der Fall. Leider. Du hättest in deinem Ei bleiben sollen. Nachhinein betrachtet ist Level 7 natürlich großartig, auch wenn ich damals ja mal als kleines Kind Vollschiss vor Level 7 bei Sims Hit and Run hatte. Aber egal. Ah, da oben ist wieder so ein Ding. Flop. 2 von 5. Ja, ne? Wo kam ich jetzt? Von dir scheinbar nicht. Leere Kalorien. Homer J. Simpson. Kann ich an dieser Stelle schon mal spoilern? Wir werden noch in die Rollen von Marge, Bart, Lisa. Ja. Und wenn du so willst, auch Maggie schlüpfen. Wobei Maggie nicht. Nicht wirklich. Leider nicht mehr Apu wie in Hit and Run. Da fehlt noch Schokolade in der Schokolade. Oh ja, finde ich auch. Von wo kam ich denn jetzt? Kam ich von hier? Hier ist voll die Uhr im Hintergrund irgendwie. Naja, gut, Freunde. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Zeitpunkt, um den ersten Part schon mal zu beenden, ja. ach, jetzt sind wir hier, glaube ich. Genau, bei dieser Riesentorte. Eieiei. Freunde, ich würde sagen, das war der erste Part, oder? Naja, ganz bisschen kann ich noch. Dann mache ich das Kapitel hier noch zu Ende. Ja, eigentlich komm, ich mache das noch zu Ende hier. Das ist, dauert nicht lange. Wird halt nur lustig. Ich weiß nicht, ob da noch eine längere Zwischensequenz oder so kommt. So, hier. Eigentlich ist das, glaube ich, ein flächendeckender Schaden. Achso, ich sollte vielleicht auch die Marschbrunnen kaputt machen. Das wäre eine Idee. Hier noch einer.
Ja. Hier. Du bist ja ganz zerschlagen. Friss Schokolade. Hier, Mann. Friss meine Faust. Meine gelbe Faust. Aua. Genau wie Hit and Run beginnt es mit einem Tutorial-Level. Naja. Wer hätte gedacht, dass Schokolade im Mund schmilzt? Unglaublich, wa? Okay, hier ist ein Hebel. Und zweites Klischee, genau. Schalter und Hebel. Was wären Videospiele ohne Schalter und Hebel? Originell. Wer fehlt denn schon innovative neue Spiele? Oh, guck mal, da oben kann ich langlaufen. Ah, da ist so ein... Ist noch ein Ding. So, heieiei. Hier falle ich bestimmt schon gleich mal runter, wa? Nee. Okay. Ganz ohne runterfallen. Herrlich. Schaffe ich meine No-Death-Challenge? Ich wünschte, Lenny könnte das sehen. Warum Lenny? Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Homer. Wir wollen nicht sterben. Ganz ruhig. Das ist auch ganz witzig, ja, weil eigentlich Tod zählt ja eigentlich erst dann, wenn alle Leben verloren sind. Alles Lebensanzeige, aber es ist voll dumm. Wenn man hier runterfallen würde, dann würde das auch als Tod zählen für halt dieses Abzeichen, was man kriegt, wenn man ohne Tod durchkommt. Das ist voll dumm, wo man eigentlich direkt daneben dann wieder gespawnt wird. Ja. So. Genau, genau. Hier unten kommt man noch lang. Wie komme ich da hin? Vom Rand aus, wa? Ja. Konnte ich nicht irgendwie... Achso. Hoppla. Irgendwie konnte ich doch auch in die Ego-Sicht, oder nicht? Nee, das war bei Okami. Okay. Gehen wir mal runter wieder. Ups, oh. Gehen wir hier lang, okay. Geht wirklich von hier... Ah, die Kamera, die Steuerung ist irgendwie invertiert. Die Kamera, ein bisschen merkwürdig. Ach ja. Irgendwie ironisch, dass die wirklich die Videospielwelt parodieren wollen und dann selber irgendwie so ein... nur sehr schwammiges Gameplay machen. Naja. Oh, Alter, das war knapp. Sollen sie mal, wa? So. Der Rückweg wird lustig. Scheiß die Wandern. Alles klar. Komm schon, ich schaffe es nur, Death. Das erste Level. So, wie viele habe ich jetzt? 4 von 5, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, der letzte ist auch da oben dann, oder beziehungsweise da drin. Wir gehen nämlich da nur in den Kuchen rein. Ganz lustig. Komm, ich mache jetzt gerade erster Part. Pilotfolge, genau. Pilotfolge. Er spielt in einem Piloten mit. Ach, guck mal, ich habe jetzt schon Popkultur-Zitate gemacht. Egal. Gerade da... Kann man ruhig mal ein bisschen länger machen. Ohne Sünde. So, wie komme ich da hoch? Da irgendwo niedrigere Fläche? Ah. Oder so. Okay, ich gehe lieber mal komplett drum. Da ist hier hinten irgendwo noch der 5. Bierdeckel. Kronkorken. Ich habe schon immer Bierdeckel gesagt, nie Kronkorken. Ich habe eine Bierdeckelsammlung, keine Kronkorkensammlung, ja? Also bitte. Hatte. Ja, hatte ich wirklich. Lass mich in Ruhe. Aua. Ostern. Ja, sieht doch verdächtig aus hier. Mann, jetzt klopp es doch. Willst du mich verarschen? So, eine Treppe. Ist das auch ein Klischee? Nee. Schokolade sollte nicht weghüpfen. Okay, wow, wow, wow. Ich guck nochmal. Wenn irgendwo der Bierdeckel hinter war. Nee, nee. Ich habe noch nie gesehen, wie sich jemand beim Springen so in die Hose macht. Okay, Mann. Hui!
So, war hier. Bevor ich das mache. Ich bin eine große, komische Kugel und ich kann einfach immer. Ah, da oben drauf, sag ich doch. Jawohl, alle fünf Bier-Dinger. So, wir sind Kugel-Homer und wir können jetzt hier mega Dash machen mit der Wii-Fernbedienung shaken. Einfach und müssen jetzt alle Hasen umbringen. Was auch sonst? Warum auch nicht? Mal auch ganz gerne mal. Allerdings haben wir nur begrenzt Zeit, so wie viel Essen wir in uns drin haben. Und du bist der Letzte. Oder auch nicht. Doch. Ich träume nicht, ich träume nicht, ich träume nicht. Was? Verdammt! Ich hab bloß geträumt. Wieso ist das Leben so unfair? Ich will doch nur alles wahllos in mich reinschaufeln und zu einer riesigen Kugel werden. Ist das wirklich zu viel verlangt? Ich verfluch dich, Realität! Spring Feed Shopper, Daily News 50 Cent. Gute Arbeit, Simpson. Zeit, Ziel. Guck, damit habe ich das schon mal verkackt. Alles klar. Gefundene Sammelwerk, der 5 von 5. Verlorene Leben 0 von 0. Damit habe ich das Abzeichen geschafft und beide Klischees. Das ist auf jeden Fall ein guter Abstaub für das erste Level. Bei den anderen Leveln wird das nicht der Fall sein. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ich glaube, ihr macht automatische Safe States, ne? So ein Scheiß. Ah, wir sind Bart. Einfach so. Ja, im Originalspiel kommen wir jetzt, glaube ich, in der Open World an und kann so ein bisschen erforschen. Bart sieht irgendwie so komisch aus gerade. Na, geht. Da. Gut, Freunde, wir können auch ein bisschen mit der Zwelle schießen, aber Bart kommt in der nächsten Folge dran. Das sind übrigens alles Zitate aus der Serie, die sie hier sagen. Auch was Marge da gleich sagen wird, wenn sie mal ein bisschen abschieße. Wenn sie mal was sagen würde. Immerhin können wir in der Wii-Version das Simpsons-Haus erkunden. Ja, Freunde, ich würde an dieser Stelle sagen, das war der erste Part. Die Simpsons, das Spiel. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich hoffe, ihr freut euch auf das Projekt. Kann echt aufregend sein. Aber Sellerie finde ich auch schon sehr aufregend. Und Anke Engelke als Marge, weil Elisabeth Volkmann gestorben ist. Die alte Marge-Stimme. Naja, Freunde, das war's. Halt die Klappe, Lisa. Simpsons ist großartig. Ich hole damit ein Spiel nach, was ich sowieso schon seit längerem Let's Playen will. Ja, ich hoffe, ihr freut euch trotzdem auf dieses Projekt, trotz abgespeckter Wii-Version. Wer zur Hölle bist du? Halt die Klappe, das hat er irgendwann mal am Telefon gesagt. Ja, ich weiß nicht, was ich noch großartig sagen soll. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part Simpsons, das Spiel. Tschüss. Ich entschuldige mich für gar nichts. Es tut mir leid, aber so bin ich eben.